So, Servus, leg mal gleich los. Eigentlich bin ich jetzt ein bisschen deprimiert, weil bei den letzten Videos, wo ich jetzt gezeigt habe, also gerade mit der Stagger Wing oder auch die Landung jetzt mit der T-37, ja, das ja, hat ja nicht geklappt, so wie ich es dachte. Ja. Und auch die C-414. Bin ich ein bisschen unsanft aufgesessen. Gut, bei der T-37 schiebe ich die Schuld tatsächlich ans Flugzeug, weil das hat so bei der Landung so stark gerugelt und das war einfach nicht vorhersehbar und auch unrealistisch. Das war total daneben. Ist aber ein kostenloses Flugzeug, wahrscheinlich ist es nicht so genau umgesetzt mit der Flugeigenschaft, also total komisch, obwohl ich schon bessere Landungen mit der gemacht habe. Aber bei den anderen Flugzeugen, da war es tatsächlich meine Schuld und das, ja, das passt mir nicht. Das hat mich ein bisschen meinen Stolz drauf. Hat mir meinen Stolz drauf, ja. Das ist jetzt ja, nicht so einfach für mich zum Verarbeiten oder zum Akzeptieren, aber in der Tat. Ist es so, ich fliege halt mit vielen verschiedenen Flugzeugen und ich tue mir im Vorfeld nicht jedes Mal wieder von neuem mit dem Flugzeug befassen, gerade was die Geschwindigkeiten sind und ja, Tatsache ist dann, dass halt auch dann Sachen passieren, dass sie eventuell zu knapp an der Überziehgeschwindigkeit lande oder dass ich zu eben auch zu schnell lande, wie man es bei der Stagger Wing gesehen hat. Und genau aus dem Grund will ich mir jetzt wieder genauer mit dem Flugzeug befassen. Ja, hier habe ich noch die T-37 drauf vom letzten Flug. Ja, einfach nochmal ein Flugzeug in die Hand nehmen. Wo ich dann also nicht bloß sage, okay, ich setze mir rein und drücke aufs Gas und hebe ab. Sondern wirklich mit dem Köpfchen auch bei der Sache bin. Ja, welche Geschwindigkeiten oder wie erfährt man während dem Flug, welche Geschwindigkeiten interessant sind für die Landung. Ja, und versuche einfach da ein bisschen, ja, wie soll man sagen, genauer vorzugehen oder bewusster, sagen wir mal, bewusster vorzugehen. Ja. Der jetzige Flug baut es nicht unbedingt auf dem auf, sondern wenn ich jetzt fliegt, will er einfach genau aufpassen. Okay, gut, das muss ich aufpassen und nicht einfach blindlings drauf losfliegen. Ja. Das ist so mein Hintergedanke jetzt. Ja. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht zum Thema von dem jetzigen Flug machen. Ja. Das ist bloß so. Meine Gedanken, was mir die letzten Flüge so gebracht hat. Ja. Ich fliege jetzt halt mal wieder mit der SkyMaster. Die SkyMaster ist auch nicht ganz einfach. Und zwar wegen dem Fahrwerk. Also bei der Landung fährt das Fahrwerk auch ziemlich arg. Ja. Das springt jetzt nicht so wie die Stagger Wing. Aber man muss schon aufpassen, dass man sanft landet. Und wenn man dann auf dem Rollweg ist und man macht eine scharfe Kurve, dann kippt das Flugzeug auch leicht nach. Weil es ist nun mal nur auf drei Füße, sagen wir mal so, auf drei Räder. Und dann kann es sein, wenn man bremst oder so, wenn man scharfe Kurve macht, dann kippt das über. Ja. Und es ist eine wackelige Angelegenheit, sobald man am Boden ist. Und auch da muss ich dann hier aufpassen, bei Landung, beim Start. Ja. Ich versuche das dann nicht immer eine große Glocke zu machen. Ja, jetzt passe ich auf, dass ich da nicht kippe oder so, sondern also ich will, dass das bei mir routinemäßig gemacht wird, ja, in meinem Kopf. Dass ich einfach ein bisschen aufmerksam bin. Ja, das. Viele Fehler kann man einfach dadurch vermeiden. Ja. Ich werde es heute nicht
weit in der Bundesländertour fliege, sondern mal irgendwo, wo ich noch gar nicht war. Das Problem mit den Gebieten, wo ich gar nicht war, ist, dass ich dann oftmals irgendwo auftauche, ja, wo dann die gar nicht so umgesetzt ist. Ja, jetzt in Europa, in dem Gebiet, da weiß ich, okay, das ist einigermaßen gut umgesetzt, die Gegend sieht hübsch aus. Aber ich bin auch schon mal in Chile gewesen, im Hochgebirge von Chile, und das war total daneben. Oder selbst in Malta, ja. Als ich da in Malta war und da geflogen bin, das war ja so ein Brise von Microsoft, ja, das ist überarbeitet, ja, der Flughafen und so war nicht überarbeitet, das war im Grunde genommen, ja, es war nicht schön. Es war von der Landschaft her nichts Sehenswertes, ja. So, aber wo gehen wir denn jetzt hin? Ja. Hier sind auch nur die wirklich tolle Sache da und der Rest drumherum ist gut, wenn man es da mit einem Airliner jetzt zum Beispiel landet, da sieht man von der Gegend nicht viel. Da braucht man das auch nicht. Ja. Aber mit einem kleinen Cessna, wie ich es jetzt vorhabe, da sollte eigentlich die Gegend auch gut umgesetzt sein. Ja, dann versuchen wir einfach mal eine Gegend, von der ich annehme, dass es trotzdem gut umgesetzt ist, aber wo ich noch nicht war. War ich da schon? Wasser, Knäckebrot. Hier sind wir wieder in einer Gegend, wo ich mich eigentlich gar nicht auskenne. Ich weiß vom Flugsimulator, da bin ich schon mal in der Gegend geflogen. Ich weiß ungefähr, wie es aussieht, so gerade mit dem Meer und mit den verschachtelten Küsten und so, aber. Ja, gehen wir einfach da mal. Ich habe mal die ganze Ding abgeflogen. Aber nicht aufzeichnet. Die ganze Ingame-Flugplätze. Was heißt denn das Ausrufezeichen? Was heißt denn das Ausrufezeichen? Moment. Neue Inhalte, okay. Okay, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da schon mal war, aber das ist so ein riesengroßer Flugplatz mit drei ba Landebahnen. Ist wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert für meinen Flieger. Aber ich starte trotzdem mal hier. Und dann fliege ich einfach mal in der Gegend rum. Ich meine, da muss ich jetzt von der Uhrzeit her wahrscheinlich schön mittags aussuchen, weil in der Gegend wahrscheinlich nicht lang die Sonne scheint, bevor sie wieder untergeht. Moment, machen wir mal die Legende weg. Knoten aus 170, also wenn ich dann die große Landebahn Zugwiese kriege oder die hier, dann ist okay. Starten wir einfach mal. 20 Knoten sind auch heftig. Am Boden 20 Knoten macht 30 Knoten in der Luft. Dann habe ich wieder Landeprobleme. Okay. Dann werde ich einfach mich hier mittig positionieren. Moment. Ich positioniere mich. Das sind Gate, das muss nicht sein. Ich positioniere mich hier. Aber wenn ich dann muss ich entweder ganz hier nach oben. Dann positioniere ich mich hier. Das ist kein Gate. Doch, auch ein Gate. Egal, ich positioniere mich hier. Und dann kann ich entweder hier gleich rüber oder hier gleich hoch. Das ist dann für beide Seiten gar nicht so weit. Oder hier, das ist auch ein Gate. Das hier ist kein Gate, okay. Ist das eine Halle? Bin ich da in der Halle? Ich gehe hierher. Okay.
Ich nehme an, dass ich in südliche Richtung starten kann, dann bin ich jetzt hier, wenn ich nördlich, im Norden mich positioniere. War nicht schlecht. Okay. Abflug. So. Jetzt gucken wir mal, wie lange da die Sonne scheint in der Gegend. Von. Ja, 9 Uhr bis 15 Uhr. Okay, dann gehen wir. So. Live-Wetter. Okay. Live-Wetter ist ausgewählt. Dann starten wir. So, da wären wir. Der Flugplatz ist. Der Name kommt mir dann plötzlich doch bekannt vor. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich immer Flugplatz starten möchte, wo ich noch nicht war. Aber das kann ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber wenn ich mich nicht daran erinnern kann oder nicht mehr hundertprozentig weiß, wie es ist, dann kommt es ja dem gleich, dass ich da noch nicht war. Da war gerade der Windsack im Bild und ja, es sieht nach heftigem Wind aus. Wie gesagt, von 170, 20 Knoten, unten kann man es lesen. Aber das war das keine einfache Landung war. Dann noch hier das Fahrwerk, gerade hat man es gesehen, das federnde Fahrwerk, ist auch nicht einfach. Ja. Und ich weiß auch noch genau, dass man bei dem Flieger zumindest am Anfang immer aufpassen müssen hat, dass die Gewichtsverlagerung okay ist, gerade wegen dem Umkippen in der Kurve. Ja, ich meine, das ist jetzt kein Spornradfahrwerk, wo dann nach vorne kippt beim Bremsen, aber in die Kurve kann man kippen. Und das ist da sehr, sehr schlimm. Es war auch bei der Carenado 182 anfangs ein Problem. Aber inzwischen hat sich das SIM geändert, es hat ein paar Updates gegeben, ich weiß nicht mehr, ob mein Stand jetzt aktuell ist. Ja, dann starten wir den Flug, muss ich schon gucken, ob meine Hardware hier alles richtig eingestellt ist. Ja, okay. Passt. Die Geräusche von FS Realistic, die sind immer die gleichen irgendwie. Ist ja zwar interessant, aber irgendwann mal denkt man, ja, jetzt muss der doch irgendwann mal den Sicherheitsgurt angelegt haben, nachdem er fünfmal da die Sicherheitsgurtschnalle betätigt hat. Ja, Carenado, am Anfang war es noch nicht möglich oder hat man es noch nicht realisiert, dass man die Co-Pilot eingeblendet hat und jetzt ist halt hier niemand dabei. Man kann es auch nicht einschalten bei einem Flieger. Schade eigentlich. So, Höhe und Kompass kalibriere. Es ist interessant, man kann den Kompass hier kalibrieren, obwohl der Motor noch gar nicht läuft und das geht ja mit Unterdruck. Und da ist schon gar kein Unterdruck vorhanden, man kann trotzdem schon das alles kalibrieren. Dann starten wir Motor und zwar Batterie. Generatoren, Avionik. Mal gucken, ob das hier jetzt eigentlich funktioniert. Mit dem habe ich noch nie gearbeitet, mit dem Wetterradar. Das schalte ich noch einmal ein. Das sollte man erst in die Luft einschalten. Dann haben wir hier die Magnetos. Lichter, Beacon, NAV. Was habe ich denn für Lichter? Landelichter, Taxilichter, Strobe. Okay, alles Standardkost. Mal gucken, ob das mit den Cool Flaps, ob das funktioniert. Das funktioniert. Hier die Schalter. Closed, okay.
Ja, wie das ledige Thema. Ihr habt das so realisiert mit den Coolflaps in meinem Honeycomb, dass da eine Taste längere Zeit gedrückt wird. Das heißt, wenn ich die Taste drücke, dann passiert dann noch ein paar Sekunden danach noch was. Und wenn dann in der Zwischenzeit nochmal die Taste drückt, dann geht es schief. Also ich schalte die Coolflaps um. Das funktioniert. Und wenn ich jetzt aber zweimal die Taste drücke, ja, dann funktioniert es nicht so wie gehabt, wie gewollt. Und dann geht auch ab und zu die Karte hoch, weil die reagiert auf den Buchstaben V. Und der ist in der Tastenkombination mit dabei. Das ist aber nur, wenn man zweimal zu schnell tut. Also. Coolflaps open. Ist bei dem Flugzeug übrigens ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil. Das hier. Na. So. Man hat hier einen Motor hinter. Der hintere Motor hat hier einen Einlass für die Luft. Das ist eigentlich zu wenig. Ja, und hier sind die Coolflaps. Also im Moment, ich schalte es mal geschwind. Mach mal geschwind. Ging aus. Ich mache mal die Coolflaps zu. Ja, das sind sie. Wenn die offen sind, dann geht die Luft hier rein und geht die Hunde wieder raus und die Luft von dazwischen durch, dann geht die kühlte Motor. Und im Grunde genommen sollte der hintere Motor immer gekühlt sein, weil die Luft so gering ist. Also, ich habe gehört, müssen wir jetzt natürlich wieder an die Informationen halten, was ich da gelesen habe oder was ich auf YouTube-Videos gesehen habe, dass der Heckmotor von dem Flugzeug schlecht gekühlt ist, durch die Kabine einfach zu wenig Fahrtwind aufkommt und oft überhitzt. Ja, und das wäre angeblich auch mit dem Grund dafür gewesen, dass das Flugzeug nicht so beliebt war. Ja, ein negativer Grund. Weil die Absatzzahlen von dem Flugzeug waren scheinbar nicht so berauschend. Hätte mehr verdient, aber gut. Und dann, das ist so wie bei der heutigen Luftfahrt auch. Je mehr Motoren man hat, umso teurer wird es. Und mit Sicherheit ist es bei dem Motor, bei dem Flugzeug auch ein Argument gewesen, dass es jetzt nicht so erfolgreich war. Weil man hat nicht viel mehr. Jetzt gehen wir rein, jetzt ist es laut. Man hat nicht viel mehr Pluspunkte durch das, dass man zwei Motoren hat. Gut, das Verkaufsargument Sicherheit, wenn einer ausfällt, ist natürlich logisch, ja. Aber jetzt im Innenraum unterscheidet sich es kaum von der Cessna 172 vom Platz her und so, ja. Da hat man nicht viel mehr was, aber die Kosten, die man hat, die sind dann beachtlich höher durch den zweiten Motor. Ist nachvollziehbar. Ja. Na gut, das Flugzeug ist eine Schönheit gegenüber der Cessna 172, das ist ja auch klar. Ja, allein durch das doppelte Leitwerk hinter. Das ist ja legendärischer. Ja. So. Dann hier. Das hier stimmt nicht ganz. So. Jetzt bin ich im richtigen Bereich. Dann die Coolflaps machen wir wieder auf. Lichter sind an. Magnetos sind an. Die Hebel sind in richtiger Position. Hier ein bisschen hoch, jawohl. Dann gucken wir mal geschwind, bevor ich den Motor anlasse. Ob der Flugplatz irgendwelche Landehilfe hat, das sieht mir groß genug aus, da müsste eigentlich was hergeben. Ja, genau. War zu erwarten, und macht das Hattricken schon aus. So. Okay.
Länge von den Landebahnen. Okay. Ja, bald so. Für jede Landebahn gibt es ein ILS. Ja. Hören wir uns geschwind die Artis an. Dass wir wissen, welche Landebahn in Gebrauch ist. Orlando Airport Information, Alpha 0900 Zulu. Wind 17 tree at 22. Visibility, tree. Sky condition, few clouds at 2400 feet, few clouds at 4500 feet, 17700 feet scattered. Temperature, 5. Dew point, 10. Altimeter 29.88. ILS runway 19 left and ILS runway 19 right in use. Landing and departing runway 19 left and runway 19 right. DFR aircraft say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact you have Alpha. Ich bin nicht so schlau wie vorher, man, dass die Landebahn 19 aktiv ist, das war mir schon klar, aber dass beide aktiv sind, da kann ich es raussuchen. Also dann mache ich der rechte. Moment, ich habe hier zwei. Und das testen wir mal schön, ob das der zweite ist oder der. Moment. Okay. Hier sieht man, sie bewegt jetzt die NAV 1, der Kurs. Und hier ist NAV 2, okay. Okay. Dann machen wir es so. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass rechts aktiv ist. Und eventuell links als Alternative. Oder als Ding. Ja. Dann habe ich jetzt hier ich meine, das hier hat ja keinen Gleitpfad. Das heißt, ich kann das gar nicht nutzen als ILS. Das ist ja ohne, das ist nur der Localizer kann ja abfangen, nicht den Gleitpfad. Das heißt, ich werde mit dem Anflugspunkt suche, und zwar ne, habe ich nicht. Okay, dann nehme ich das hier. Das ist ein DME. Das ist ein BOA. Dann ist das hier ein DME. Schauen wir BOA. Okay, das ist jetzt das. Okay, das lasse ich. Das bringt mir an der Stelle auch nichts. Ich habe jetzt hier keine Einflughilfe, also praktisch als Wegpunkt, dass ich hier drüber fliegen müsste. Was ich habe, ist hier das WA und das nutze ich auch. 348, das ist dann praktisch, damit ich den Flughafen finde, wo er ist. 348. Das Flugzeug hat kein DME. Doch, hier oben habe ich ADF, also muss ich auch DME, also das ADF programmieren können. Und wo mache ich das? Hier hinten, ganz rechts außen. 348.
Das mache ich mit. Das mache ich mit dem Honeycomb. Das geht besser. Das geht besser mit Honeycomb. Im Honeycomb kann ich besser programmieren, aber es dauert länger, bis ich anfangen kann zum Ändern, weil ich erstmal 1000 Schalter machen muss, dass ich in richtiger Position bin. So. Okay. Okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann gehe ich doch noch. Nach 100, dann ist das die rechte Bahn. Das ist die linke. 14, 4, 5. Dann ist jetzt die rechte aktiv. Und die linke Bahn. Habe ich das gerade selber schon gemacht? 16:0. So, also im Anflug ist das hier rechts. Also muss es unter 16 aktiv sein. Und die linke Bahn ist okay. Und ich muss das anfliegen im Kurs von, wenn es rechts ist, 184. Na. Und auch das hier muss 184 sein. Hier oben ist automatisch. Ich habe 183. Hier ist 184. Hier ist 183. Also gut, dann passen wir uns hier an. Das Programm hier arbeitet nicht mit der Datenbank, glaube ich, vom Flugsimulator, sondern hat eine eigene Datenbank im Hintergrund. Okay, jetzt haben wir hier alles eingestellt und wenn das je auf der... Ne, das Ding bestimmt ja. Die Richtung bleibt ja, egal welche Bahn ich nehme. Da muss ich da nichts drehen, der Wind bleibt ja von der Richtung. Okay. Rechts ist es aktiv und wenn es links worauf sollte bei der Landung... Okay. Und jetzt langes Vorspiel, aber ich habe ja gesagt, ich gucke jetzt alles ganz genau. Ich will es einfach, das genau nicht einfach reinsitzen, Motor starten und los geht's. Ja. Ich meine, viele Flugzeuge sind so primitiv gebaut, geht es. Ja, aber wenn es dann ums Landen geht, dann sollte ich schon wissen, okay, ich muss genau aufpassen, auch wenn ich jetzt die ganze Geschwindigkeit nicht unbedingt rausschreibe oder so, aber ich muss das mit dem Bewusstsein. Okay, mit dem Flugdeck, da findet es so schnell, auch wenn jetzt die Geschwindigkeit, oder da muss ich so schnell, muss ich sagen, da gibt es eine Mindestgeschwindigkeit. Ja, auch wenn ich jetzt das jetzt nicht so genau habe, mal gucken, ob hier Informationen gibt. Überziehgeschwindigkeit 62,60. Das wäre eigentlich ganz easy gewesen. Ab zum Checker. Ich weiß gar nicht, ob die Einzelflugzeuge, die ich gesagt habe, hier einen Eintrag hin oder nicht. Startgeschwindigkeit 65,75, nehmen wir die größere. Landegeschwindigkeit ist der Anflug. Ja, die Landegeschwindigkeit ist hoch bei dem Flieger. So, dann gehen wir nochmal in das Beladungsmenü. Ein bisschen größer. Jetzt sieht man das Flugzeug, man muckt, das ist ziemlich weit vorne. Ich gehe hier so auf 50 und ich setze den Schwerpunkt
bisschen weiter nach hinten. Ich habe auch schon festgestellt, der Punkt ist manchmal gar nicht so relevant und stimmt auch nicht. Ja. Aber ich habe es 50-50 und das bis nach hinten gesetzt und dann denke ich mal, dass ich auf der sicheren Seite bin. Vielleicht hätte ich jetzt auch dann nicht so weit nach oben drinnen dürfen. Es war mir gleich sehr. Motor anmachen, bevor die Batterie leer ist. Hauptbremse ist gesetzt, Anti-Eis schalte auch ein. Die waren jetzt beide auf die falsche Seite. Startbahn aktiv. Das Flugzeug ist los, habe ich gar nicht so laut erinnert. Also werde ich hier wechseln auf die linke Seite. Und hier auch wechseln auf die linke Seite. Los geht's. Headtracking ein. Okay. Hauptbremse lösen. Jetzt machen wir schön den Bremstest und den Lenktest, also die Lenke zum Bremsen in der Kurve. Stabil. Das war jetzt ein Test, ob ich kipp. Und auch hier, die Cessna sind das Problem. Ja, jetzt sitze ich normal, ich sehe es nach vorne und rechts und links. Obwohl, hier geht es jetzt eigentlich. Hier geht es jetzt eigentlich. Also bei der Cessna 182 und 207, 207 war es glaube ich, wenn man dann auf die Seite guckt, sieht man so. Und dann guckt man nach vorne, also geht es dann so runter, okay, jetzt passt. Und dann guckt man nach vorne und dann sieht man so. Ja, hier geht's. Auf dem Fahrwerk. Ja, so, das ist ganz augschwammig. Entweder schlecht programmiert oder die haben es tatsächlich so real nachgemacht, dass es so sein muss. Ja. Airspeed 44, das kann es auch nicht sein. Der Wind von vorne, weil das ist ungefähr die Startrichtung. Ja, so 190 kommt der Wind her mit 20 Knoten. Heute, wenn ich jetzt zum Stillstand komme, ich stehe und habe schon indikiert den Airspeed von 22 Knoten. Ja, ich habe jetzt schon Wind von vorne ohne Ende.
was sieht. Also wenn es so ist, das mache ich, wenn ich mein Headtracking zentriere. Ja. Da ist auch ein Loch, also. Das habe ich jetzt auch beim letzten Flugplatz gesehen. Ja. Das ist gerade bei mehreren Flugplätzen einfach so, dass irgendwelche Löcher drin sind. Ja, normalerweise ist das Taxiweg oder so, wo eben ist. Oder das hier. Ja. Ich meine, so baut ja niemand eine Straße. Ja. Hier, das ist mir beim letzten Flugplatz auch schon aufgefallen. Das war in Uerlingen. Uerlinghausen. Ja. Schade eigentlich. Da waren so schöne Flugplätze gebastelt und gemacht und dann plötzlich hatten die Leute Löcher auf dem Platz. Ja. Das ist eins von meinen Lieblingsflugzeuge nicht unbedingt das vom Flieger her, aber allein die Tatsache, dass ich in dem Flugzeug drin bin mit den mit dem doppelten Leitwerk hinter, allein das, ja, das ist eines der schönsten Flugzeuge. Und das macht so Spaß zum Flieger. Ja. Einfach nur habe ich. So. Dann. Tower. Startflugzeug. Our Lambda Tower, Martin Romeo Juliet 66, ready for straight out departure at runway 19 or left. Lande nicht drüben. Martin Romeo Juliet 66, wind 173 at 22. Departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 19 or left. Takeoff runway 19 or left, Martin Romeo Juliet 66. Jetzt muss ich mal geschwind gucken. Ja. FSLTL ist an, aber ich habe jetzt eigentlich. Ach, das ist eine Sitzende. Flughafen oder Flugzeuge auf der Landebahn gesehen. Start und Lande und so. Aber ich denke, dass ich alles richtig eingeschaltet habe und wird jetzt durchstarten. Das heißt durchstarten. Starten ohne einzuhalten, so muss ich sagen. Durchstarten ist ja eigentlich was anderes. Abgehoben, ohne dass ich was dazu habe. Ich ziehe dann hin. Das Steuerrad nicht nach hinten, also die Trimmung war okay. Gear ab. Flaps ab. Also hier. Mir ist es egal von der Entfernung, ob ich jetzt das VOR 1 oder 2 als Basis genommen habe. Ja, das ist egal. Wichtig ist, dass ich es nicht aufs, auf ILS Center stelle, sondern aufs VOR. Zahlen.
Abmarke und Abmarke müssen hier. Das ist ein bisschen Spielerei. Thema. Our Landa Tower, Martin Romeo Juliet 66 Frequency Change. So, und jetzt den mit der Autopilot mal scharf schalten. Okay, das geht jetzt hier nicht, das muss ich da unten für einen scharf schalten. Ich habe den Heiligenwerfer falsch eingestellt. Ich kann nur keine Höhe vorwählen. Dann geschwind das Heading nach vorne setzen. Kleiner Test, ob das Heading Platz bringt. Ja, okay. Dann schalten wir so auf Heading. Okay. Gehe geschwind mit V-Speed auf exakt 2000 Punkte. Gehe jetzt in den linken Queranflug. Ich bin jetzt weit weg vom Flugplatz. Das ist natürlich ein ziemlich langer Gegeneinflug. Das ist mir schon klar. Ich will jetzt einfach ein paar Landungen üben. Mit dem Flugzeug, was ich gewöhnt bin. Und ein Kaufflugzeug, also nicht so wie die T-37 von Cessna
was hier auf Flight Sim. Ich muss auspassen, dass ich es auslevel nicht vergesse. Was von Flight Sim.io runtergeladen habe. Wo der doch nicht so genau fliegt. Ja. Das war ja eine Katastrophe. Wie das sich verhalten hat vor der Landung. Ich habe das versucht, Vertical Speed umzustellen und habe beim Handicap noch den Heading eingeschaltet gestellt. Habe dann natürlich das Heading von TradeKit. Er wollte gerade auf 1200 Fuß mit Vertical Speed drauf und habe dann nur auf Heading umgestellt, Kit, und habe dann das Heading verdreht. Das ist natürlich Humbug. So, jetzt habe ich natürlich eine lange Strecke vor mir. Jetzt habe ich hier Flugzeuge, die startet. Das ist wahrscheinlich FSLTL. Was das wahrscheinlich nur interessant ist, die beiden VORs, wahrscheinlich muss man von dem VOR nach dem VOR fliegen und sobald die Landebahne und bis gesagt, der Localizer von den Landebahnen eingefangen worden, muss man abbiegen. Je nachdem, was man. Das ist interessant. Ja, das ist interessant. Fliegt man praktisch hier entlang, so. Ja, das wäre möglich. Obwohl es ziemlich nah am Flugplatz ist. Ja. Das ist jetzt die sogenannte Smartcam, die sich immer auf das Ziel einstellt, was jetzt der Flugsimulator als interessant ansieht. Ich habe jetzt hier den Flugplatz praktisch in meine Daten, in meine Frequenzen hinterlegt. Dadurch denkt jetzt der Simulator natürlich, dass der Flugplatz auch interessant ist. Aber wenn ich jetzt die Smartcam-Taste drücke, halt, das war das Falsche, dann wird automatisch der Flugplatz in der Mitte vom Sichtfeld genommen. Ja, das ist eigentlich ein Feature vom Flugsimulator, was interessant ist. Wenn man jetzt einen Flugplatz sucht und man findet, dann einfach Smartcam einschalten. Ah, da hinter ist schon. Manchmal tut das Smartcam auch ein falsches Objekt anvisieren. Das ist auch hier. Wenn ich das Smartcam einschalte, geht es rüber. Und hier kann ich dann die Smartcam-Ziele, aktive Landebahn. Rede ich jetzt von meinem Flugplatz. Okay. Und das ist jetzt
Flugplatz, den ich suche. ESA. So. Wenn jetzt Smartcam hin und her schalte, dann wird automatisch der Flugplatz in der Mitte gezogen. Es stimmt immer, was sucht. Ja, wie gesagt, der Flugsimulator tut manchmal das, was man tatsächlich sucht, nicht anbieten zur Auswahl. Ist schade, aber. Aber meistens klappt's. So. Ich verlängere jetzt den Anflug, beziehungsweise den Gegenanflug, damit ich eine längere Endphase habe. Hoppla, das war nicht beabsichtigt, das war die falsche Taste. Ich hoffe, dass ich jetzt den Autopilot ausgeschaltet habe. Das war gerade auch so sehr die Schnellverstellung. Ja, solange ich jetzt noch ein bisschen im Gegenanflug Schwung hole, trinke ich einen Schluck Kaffee. Obwohl ja ein Anflug schon genügend Adrenalin fordert. So. Gehen wir zurück ins Cockpit. Ich sehe jetzt hier keinen Localizer. Eigentlich müsste jetzt schon ein Localizer kein Gleitpfad, eigentlich müsste schon ein Gleitpfad sichtbar sein. Vielleicht entweder hat er keins verbaut. Genau. E-Log muss ich einschalten. Okay. Ich bin jetzt deutlich unterhalb vom Gleitpfad. Ich denke, dass ich jetzt rüber kann. Dann gehen wir auf den Abfangkurs bzw. in Space. Base. Gegen einen Queranflug. Wie gesagt, ich bin jetzt immer noch im Landeanflug via Touch and Go. Das heißt, Durchstarter und wieder weiterfliegen und dann werde ich in Verbindung mit dem Flugplatz bleiben. Wenn ich dann eine endgültige Landung mache, dann gehe ich hier auf vollständige Landung. Aber bis dahin bin ich immer in Verbindung mit dem ATC und ATC sagt mir Bescheid, was Sache ist. Ich bin jetzt aber weit genug weg vom Flugplatz, falls ich jetzt das Signal überschießen würde, dann könnte ich das noch gut korrigieren. Hier gehen wir ein bisschen. Die linke ist ja die hier. Ist ja von oben her gesehen, ist das die linke. Das heißt, ich werde jetzt ungefähr 45 Grad einen Abfangkurs gehen von Localizer. Zeigt exakt auf die 45 Grad Markierung. In der Hoffnung, dass jetzt nicht plötzlich der Gleitpfad runterwandert, dass ich dann der Gleitpfad praktisch vor dem Localizer abfangen würde. Jetzt komme ich hier näher, das heißt, die Verlängerung ist ungefähr hier. Sobald ich hier bin, wird die Nadel in die Mitte wandern. Ich bin ziemlich tief, also ich glaube nicht, dass ich den Localizer dass ich den Gleitpfad vor dem Localizer abfange.
muss hier langsam die Nadel drüber wandern, genau, das heißt... Ich hätte einen engeren Abfangkurs nehmen sollen. Touch and go runway 19er left, Martin Romeo Juliet 66. So, jetzt am Flaff. Jetzt steuert der Autopilot. Das Heading muss jetzt wieder auf exakte Landebahnausrichtung machen. Falls ich durchstarte, weil ich starte ja durch. Nicht falsch und ich starte durch, beziehungsweise ich setze kurz auf und gebe dann nochmal Gas. Dann gehen wir zurück mit der Geschwindigkeit. Der Gleitpfad bewegt sich jetzt praktisch locker, ja. Dann Flapstufe 1. Fahrwerk immer erst, also gerne immer erst dann raus, sobald das Flugzeug sinkt, damit ich mehr Widerstand habe und nicht so schnell reinkomme. Ja. Ich muss nochmal die Daten genauer an. Landegeschwindigkeit 94,78. Ich bin halbe beladen, also dann nehmen wir mal da, ja gut, 85. Sind die Marker eingeschaltet? Fehlerhafte Livery. Wahrscheinlich, wenn man näher kommt und plötzlich zack, sieht man, welche Farbe das ist. Kommt öfters vor. Seit ich doof bin, merke ich, wieso muss es so eine. Ja, so eine pinkfarbene Lackierung sein, ist falsch. Das sollte so irgendwas Unauffälliges nehmen. Ja, das so dass eine Clay. Oder machen wir mal schöne Dinge. So dass eine Clay ins Auge fällt. Ich habe jetzt gerade Skytour eingeschaltet. Full Flaps. Autopilot aus. Ganz gut mache, das geht wahrscheinlich schief. Idle. Ja, alles hundertprozentig. Flapstufe 1. Nice landing. Oh, ihr habt einen Lob gekriegt. Habt ihr das gehört? Sehr grüner Bereich. So.
gemäß geht es wieder Landeerlaubnis, wenn ich im Querabflug, im Gegeneinflug die Landebahnschwelle hier hinter praktisch wenn ich der vorbeifliege, dann würde ich wahrscheinlich wieder gegen Landeerlaubnis kriegen. So. Gegeneinflug, Gegenabflug. Wenn ich hierher gucke, dann gucke ich mal auf mein Handy, komm, auf die Schalter. Bei 1200 mm auf Alt drücke. Jetzt. Und dann gehe ich jetzt in den Quereinflug. Alt, Gegeneinflug. Die deutschen Wörter sind so komisch. Da hätten wir, also, man hat ja jetzt im englischen Sprache, in englischer Sprache viele Sachen geändert, damit man Verwechslungen ausschließen kann. Ja, zum Beispiel beim Start, also wenn man auf die Landebahn rollt, irgendwie muss man andere Worte benutzen, wie wenn man dann startet irgendwie, damit man genau weiß, okay, der rollt auf die Landebahn oder der steht am Rand. Ich muss mal gucken, was das für Worte waren. Da muss man andere Worte nehmen. Martin Romeo Juliet 66 Wind 173 at 22. Clear touch and go left traffic runway 19 left. So, genau hier, wo ich das da drüber geflogen bin. Clear touch and go runway 19 left Martin Romeo Juliet 66. Damit keine Verwechslungen kommen, ja. Und im deutschsprachigen Raum ist nach wie vor Querabflug, Quereinflug. Das sind Wörter, die verwechselt man erstmal beim Hören, wenn man es im Funk mit abhören würde, aber auch beim Schwätzen selber. Also wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt in den Querabflug, dann Quereinflug, ja, das ist bei mir auch so. Ich weiß genau, was ich sagen will und sage es falsch. Gerade aber auffallen schon auch bei den anderen Landungen, dass ich immer versuche, auf der rechten Seite zum Landen von der Centerline, nicht Centerline selber. Liegt es daran, weil ich im Straßenverkehr rechts fahre? Keine Ahnung. Keine Ahnung, woran das liegt. So, jetzt gehe ich Abfangkurs. Gleich ein bisschen näherer Abfangkurs, wo sind die beiden? Ich habe vorher gemerkt, 45 Grad ist zu knapp für den Abfangkurs. Wenn da die Nadel sich bewegt, so wie jetzt, dann schafft man es fast nicht mehr. Ja,
hier bin jetzt. Ja, wie beschossen. Ich habe jetzt rein auf die Instrumente verlassen und habe nicht nach draußen geguckt. Ja, das ist zu knapp. In dem Moment, wo die Nadel rüberkommt, kann das Flugzeug nicht schnell genug rüberlenken. Oder macht es halt im Autopilot nicht. So. Jetzt habe ich den Localizer erreicht und jetzt tue ich auf NAV. Localizer ist es abgefangen und gehe auf Approach. Gehe runter mit der Geschwindigkeit. Gear down. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt eventuell zu schnell war für Gear down, aber ich bin jetzt nicht mehr. War zu schnell für Flaps 1 und musste irgendwie abbremsen. Flaps 2. Mal gucken, wie viele Flaps haben wir denn hier? Drittel, wurde ein Drittel unterteilt, okay. Ich gehe jetzt noch einmal durch, also ein Durchstarter, und beim nächsten Mal fordere ich dann eine vollständige Landung ein. Full Flaps. Das war vorher ein bisschen zu spät, dass ich den Autopilot ausgeschaltet habe, so habe ich wenig Chance oder wenig Möglichkeit, mich daran zu gewöhnen. Bisschen mehr Gas. Ja, wie das Flugzeug gerade fliegt, woher der Wind kommt und so, da brauche ich schon ein bisschen ein paar Sekunden, wenn der Autopilot abgeschaltet wird. Ich merke, dann mache ich das jetzt schon Autopilot abschalten. Und das Heading, das mache ich gleich auf dem Querabflug, genau. Autopilot aus. Das Flugzeug braucht durch das Gewicht von den Motoren eine größere Geschwindigkeit wie die Cessna 172. Alter. Flair. Flapstufe 1. Vollgas. That, my friend, is how you land an aircraft. Dankeschön. Gear up. Flaps up. Drehzahl grüner Bereich. Abflug. Ich wollte schon wieder Queranflug sagen. Queranflug, bis ich wieder auf 1200 Fuß bin. Dann drücke ich auf Höhe halten und gehe in den Gegenanflug.
das kommt ungefähr immer gleich. Sobald ich hier im Querabflug auf 1200 Fuß bin, ist auch der Zeitpunkt erreicht, im Gegenabflug zu gehen. Es ist nicht immer so, aber hier passt's. Was die Smartcam macht. Martin Romeo Juliet 66 wind 173 at 22. Clear touch and go left traffic runway 19 or left. Ich habe gerade die Smartcam Taste gedrückt, ist nichts passiert. Clear touch and go runway 19 or left Martin Romeo Juliet 66. Das geht. Smartcam funktioniert nicht. Ah, okay. Jetzt eine falsche Taste. Our landing tower, Martin Romeo Juliet 66, cancel landing intention. Ich hätte vorher die Landefreigabe abrufen sollen für die vollständige Landung. Das heißt, ihr müsst es jetzt nochmal einfordern. Our landing tower, Martin Romeo Juliet 66, is 6 miles northeast, 1200 feet with Alpha to land. Martin Romeo Juliet 66, our landing tower. Altimeter 29.88 wind 173 at 22. Fly straight in runway 19 or left. Make straight in runway 19 or left Martin Romeo Juliet 66. Also ich hätte die vollständige Landung anfordern müssen, bevor ich eine Landefreigabe für Touch and Go kriege. Ja, weil ich dann mal das Landevorhaben abbrechen müssen und dann kann ich wieder vollständige Landung anfordern. Da habe ich jetzt geschlafen. Ich mache jetzt eine komplette Landung ohne Autopilot. Runter vom Gas. Ein bisschen hochziehen, damit ich an Geschwindigkeit verliere für den. Martin Romeo Juliet 66 wind 173 at 24. Clear to land runway 19 or left. Weil ich sage, weil ich ziehe jetzt ein bisschen hoch, damit die Geschwindigkeit verliert für die Flaps. So, Flapstufe 1. Ausgeschaltet, ist ein bisschen windig.
So. Jetzt Flapstufe 2. Und Gear Down. Localizer und Gleitpfad ist jetzt zentriert. Hier, der Gleitpfad. Localizer ist die vertikale Linie da, der CD-Nadel. Ich lande jetzt mal mit Flaps vorletzte Stufe. Habe ich das drin? Ja. Und zwar, weil ich einen ziemlich starken Gegenwind habe. Das heißt, deutlich weniger Groundspeed. Ich muss dann aber aufpassen, dass ich hier nicht zu weit absink. Ja. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon in voller Landekonfiguration. Und ich will mit 80 Knoten aufsetzen. Das erscheint viel, ist aber wegen der Landeklappe doch passend. Und wie gesagt, Groundspeed, und da muss ich ja der Gegenwind abziehen. Ich bin etwas zu hoch laut Gleitpfad. Der Lichter stimmt noch, aber der Gleitpfad ist ein bisschen in der Keller. Trotz Wind habe ich jetzt eigentlich einen sauberen Anflug. Ja. Ich nehme an, dass im Bereich von dem See da vorne geschwind noch Windböen kommen, wenn es realistisch ist, weil am Boden ändert sich durch die Hindernisse die Windrichtung und auch die Windstärke geschwind abrupt. Da geht es dann geschwind ein kleiner Schwung von der Seite oder so. Oder auch der Gegenwind geht in der Keller, kann natürlich auch sein. Aber ich habe genügend Geschwindigkeit, um das auszubrechen. Ich kann auch mit einer hohen Geschwindigkeit von 100 Knoten Luft, also integrierte Airspeed, auch gut ausgleichen jetzt. Ja, wenn jetzt Windböe kommen oder sowas, ich habe Kraft mit dem Seitenruder, Querruder und Höherruder. Ja, so, jetzt ein Idle. Ich muss aufpassen, ich habe nicht die letzte Landeklappe gesetzt. Ja. Flair. Ja, zu hoch. Aufsitzen, jawohl. Flaps ab. Das ist eine schräge Einfahrt in die Mitte. Keine Ausfahrt, das ist nur die Ausfahrt von der anderen Seite. Von hier sieht man es. Ich gehe hier raus. Das müsste jetzt eigentlich eine sein. Ich habe keine gelbe Linie gehabt. Martin Romeo Juliet, 66 Exit Runway, when able. Ich habe jetzt noch eine Groundspeed von 49. Wahnsinniger Gegenwind. Aber der Gegenwind war ohne Böe, das war gut. Der war schön gleichmäßig, das hat mir praktisch gar nichts ausgemacht. Ja, immer noch Gegenwind 48. Das hat natürlich Einfluss auf meine Tragfläche. Der Wind bläst gegen die Tragfläche und könnte mich jetzt auch umwerfen. Martin Romeo Juliet, 66. Taxiway. Wenn es der Wind von hinten kommt. Martin Romeo Juliet, 66 contact ground on 121 decimal minor tree. Also es darf keine abrupte Lenkbewegung mehr machen. 121 decimal minor tree, Martin Romeo Juliet, 66. Ich muss jetzt eigentlich mit dem Querruder gegen den Wind halten. Also der Wind kommt da jetzt praktisch von links. Ja, von da oben kommt er. Und ich muss jetzt immer
bisschen in die Richtung mit Querruder, dass der Wind nicht unter die Tragfläche kommt. Our landing ground, Martin Romeo Juliet 66 taxi to parking. Martin Romeo Juliet 66 taxi to general aviation parking. Vor allem jetzt wenn ich zum rechten Winkel zum Wind fliege. Jawohl, meine ich. Taxiing to general aviation parking, Martin Romeo Juliet 66. Ja, und jetzt wohl mit dem Wind. Hab eine Geschwindigkeit drauf, aber hier wird nur 5 angezeigt. Ja, das ist zu wenig, weil der Wind von hinten kommt und dadurch die angezeigte Geschwindigkeit reduziert. Also die Geschwindigkeit durch die Luft. Ja, das war jetzt auch mal wieder interessantes ILS-Landetraining. Also ich glaube, der Flieger, die Sky Master, die ist auch schon überarbeitet worden. Die war am Anfang ganz komisch auf dem Rollweg. Viel schlimmer mit dem federnden Fahrwerk wie jetzt. Was auch ein bisschen unsensibel ist, ist die Bremse. Weil ich habe ja Pedale und die rechte und die linke Bremse wird ja unterschiedlich betätigt. Und dann passiert oft das, dass ich rechts, links bremse. Und das ist bei dem Flugzeug auch extrem, dass es auf die eine Seite gibt. Ich weiß nicht, ist das jetzt wegen dem Fahrwerk so oder weil es einfach zu unpräzise gemacht ist. Ich habe jetzt wieder Seidewind von links. Jetzt von vorne links. Das spüre ich ganz deutlich. Ich muss also gegenhalten mit dem Querruder. Ich habe jetzt von vorne links. Ja, so 24 Knoten. Also, wenn ich jetzt in der Lage bin, ganz gerade zum Rollen, was jetzt fast nicht möglich ist, wegen dem Wind, dann mag man eigentlich. Ja, wenn man das Video anguckt, gar nicht, dass ich da jetzt gerade zum Kämpfen habe mit dem Wind. Ja, jetzt bin ich wieder auf 25 Wind. Da fällt mir gerade ein, ich habe eigentlich noch gar kein Bild gemacht für das Video. Als Erkennungsbild für YouTube, aber da ich mache ja ein Replay. Da mache ich da auch schon ein Bild. Jetzt auf dem Flugplatz, das ist jetzt. Okay. Da sind ja die blaue Punkte mit drauf. Ja, ich habe jetzt wieder Wind von 35. Reife hört sich nach Blattfuß an. Ich bin mir sicher jetzt, dass ich an dem Flugplatz schon mal war, aber ich kann mir absolut nicht daran erinnern. Aber das hat mir irgendwie jetzt. Das kommt mir so bekannt vor. Reife hört sich echt nach Plattfuß an. Ist so, wie man mit dem Auto plötzlich über eine raue Fahrbahn fährt. Dann hört man die Reife auch und genauso hört sich jetzt an. Flaps sind oben. Ne, aber jetzt habe ich es oben gemacht. Der Frosch im Hals.
also jetzt haben wir nur eine kleine Flughafen-Rundfahrt gemacht. Die kostet extra. Ist nicht im Preis inbegriffen. Ich gebe dann nachher noch in der Beschreibung mein Kontonummer ein. Zum Überweisen. Alle Beträge über 10.000 Euro werden akzeptiert. Kann mir jemand sagen, was mich der hinlotst? Das haben wir sie doch gemerkt, dass die Bremsen sind jetzt schön gleichmäßig. Ich habe es gerade wieder einseitig links bremst, also obwohl ich beide tut habe. Wenn hier jetzt eine Hütte steht, ja, aber wenn die genau gegen den Wind parkt, wenn ihr genau gegen den Wind parkt, dann höre die Propeller nicht auf zum Drehen. Abschalten, weil sonst muss ich zum Blinken den Motor wieder starten. Ja. So ist es besser. Dann machen wir schon das Replay. Bis dann. Bis gleich. So, also die erste Landung. Das Bild für das YouTube-Eintrag habe ich schon gemacht. Weil das wollte ich natürlich ein paar behalten. Jetzt haben wir hier die Landung. Und die eigentlich nicht so ganz gefallen hat. Ich glaube, da habe ich auch zu spät Autopilot ausgeschaltet. Ja, das gucken wir mal. Ich glaube, ich fange da auch super ein. Ja, viel zu weit oben bin ich jetzt heil gegangen. Eine kleine Hüpfe, das war okay. Das war okay. So, die zweite Landung. Man merkt jetzt also schon am Wackler von den Flügeln, dass sie wieder ziemlich mit der Geschwindigkeit runter bin. Wo das eigentlich ein stabiler Flug hat. Also der Gegenwind, der war heftig, aber stabil, ohne Böe. Ja.
super Perspektive. Nicht immer von hinten. Weil mal von hier und ein bisschen näher. Die einzige späte Landung. Ja, ganz leicht bin ich hoch, ganz leicht. So, und die Landung jetzt. Wo ist noch fixe Position aus? Sieht so aus, wie gar kein Fahrwerk draußen wäre, aber es ist draußen, es wird gleich aufblubbern. Ja. So. So. Sauber, bin zufrieden. So, da wären wir wieder. Also die Landung hat mir gefallen. Die, wie gesagt, das FS Realistik lässt das ganze Flugzeug hin und her wackeln. Und das täuscht dann manchmal drüber weg. Da sind manchmal Landungen dabei, die sind ganz okay. Und man denkt, sie waren nicht gut. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, waren die Landungen schöner und geschmeidiger, wie das während dem Flug empfunden habe. Da machen wir jetzt die Motor aus. Head-Tracking an. So, Cut-Off. Links. Beziehungsweise vorne. Da gibt es ja kein Links und kein Rechts. Das ist ja vorne und hinten. Ja, man sieht's. Ich habe den Motor ausgemacht. Und der kommt ganz, ganz schlecht zum Stillstand, der Propeller. Jetzt. Ja. Okay. Motor hinter aus. Der geht natürlich schneller aus, weil der Wind nicht so drauf knallt wie beim vorderen Motor. Dann die Ding ausgeschaltet, die Treibstoffauswahlschalter, dann alle Lichter aus, und die Magnetos aus, dann Avionikschalter aus, Generatoren aus. Wieso hat es jetzt das hier eingeschaltet? Kann man das jemand sagen? Na, wo ist meine Maus? Hier. Dann bleibt noch die Batterie. Und was man auch machen sollte, ist wieder hier eine neutrale Stellung vom Trimmrad. So, tun wir das auch noch runter. Da passt es. Cold Flaps sind geschlossen. Warum sind die Cold Flaps geschlossen? Okay. Warum sind die Cold Flaps geschlossen? Okay. Dann habe ich jetzt eigentlich alles. Dann verabschiede ich mich jetzt. Ich könnte noch. Ich bin ja in einem Coronado-Flieger. Ja, dann machen wir es doch richtig. So.
dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.